Ihr seht's schon, Freunde, wir stehen vor einer riesengroßen Schatztruhe. Der Plotbesitzer hat uns eingeladen, dass wir uns das Plot mal zusammen angucken können. Und ich muss schon sagen, es sieht einfach schon mal geil aus. Und ich weiß jetzt noch nicht, was da für ein Itemwert drinne steckt oder was das genau sein soll. Er meinte, er ist ein ziemlich reicher Spieler. Das Ganze werden wir uns jetzt mal angucken. Hier ist alles aus Wasser. Herzlich willkommen in meiner Schatztruhe. Zutritt nur für andere reiche Spieler. Sieh dich gerne in meiner Villa um. Geile Villa. Okay. Reiche Spieler sind wir. Und dann dürfen wir hier auch. LOL. What the fuck? Wie viele Beacons hat der denn bitte? Alter, der ist ja wirklich reich. Aber die Einrichtung, ja, die gefällt mir. Wie hieß der denn nochmal? MSG aus. LOL. Hey. Cool. Dass ich mich einmal umsehen darf. Also der hat ja echt viele Beacons hier und hier ist auch noch ein Spawner. Noch mehr Beacons, noch mehr Beacons. Also das hat einen riesen Itemwert. Ein so ein Beacon kostet 200k, muss man sich mal überlegen. Hier ist noch ein Yachthafen, okay. Aber ich würde sagen, wir fragen ihn mal, ob er uns hier so ein bisschen rumführen kann. Kannst du uns ein. Klar, kein Problem. Soll ich dich ein bisschen rumführen, schreibt er. Ja, gerne. Wo ist er denn? Da ist er, okay. Also hier ist das Wohnzimmer. Okay, ja, dann soll das wohl der Fernseher sein. Da kann man sich schön hinsetzen. Ja, eigentlich ganz gemütlich hat er sich gemacht. Natürlich hier wieder mit Beacon. Hier steht OP an der Wand. Lol. Kleiner Brunnen. Ja, ein schöner kleiner Brunnen mit auch wieder einem Beacon. Natürlich, der muss hier echt seine Reich. Der muss hier echt sein Reichtum zur Schau stellen, habe ich das Gefühl. Sind wir hier jetzt? Eine Sitzecke oder so? Hier auch eine kleine Chill-Ecke. Okay, wieder mal natürlich mit Beacons so im Wert von 2, 4, 6, 800.000, ne? Ist natürlich klar, dass er hier wieder so viel an Beacons hin tut. Mann, Mann, Mann. Die Wand hier ist auch mit Schalkerkisten gestaltet. Hier geht's nach oben, okay. Und hier ist dann wohl sein Schlafbereich. Hier das Schlafzimmer quasi, okay. Er hat ganz schön viele Betten. Ist hier noch jemand anderes getrustet auf dem Plot? Nee, okay, das ist dann wohl wirklich seins. Huch, jetzt habe ich hier was abgebaut. Das wollen wir natürlich nicht, dass wir hier das Haus kaputt machen. So. Hast du das alles allein erfarmt? Also das hat schon einen riesigen Itemwert. Ich habe noch nie einen Spieler mit so vielen Beacons gesehen. Das ist einfach keine Ahnung. Ich meine, dieses Haus hat einen Wert von vielen, vielen Millionen Euro. Hatte ein bisschen Hilfe von Freunden, schreibt er. Ja, okay. Kann ich mir vorstellen, sowas alleine zu erfahren, dauert ja, keine Ahnung, schon viele Monate. Sind aber bald gegangen und haben mir ihr ganzes Geld dagelassen. Oh, okay. Das ist ja ziemlich nett von ihnen gewesen. Ups, jetzt habe ich in Caps Lock geschrieben, das wollte ich gar nicht. Und nett habe ich auch nicht richtig geschrieben. Naja, egal. Gucken wir uns doch von außen nochmal die Schatz. Oh, ich mache hier die ganze Zeit was kaputt. Und dadurch bin ich ganz schön reich geworden, schreibt er. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also er hat hier die Schatztruhe mitten in einem Wasser gebaut. Dann hier noch die Brücke hin. Hier oben, ja, ist der Schatz drinne, so ein bisschen. Ein paar Erze, okay. Ja, sieht eigentlich ganz cool aus. Hier hinten dann noch so eine Art Hafen, wie es aussieht. Ist ein echt cooles Plot, gefällt mir auf jeden Fall. Wahrscheinlich einer der reichsten Spieler hier auf dem Server. Krass. Ich kannte dich noch gar nicht vorher. Ja, ich mache mich nicht so bemerkbar. Okay. Und was ist das hier genau? Ein bisschen was zum Entspannen. Lust auf eine kleine Bootstour? Ja, gerne. Mal gucken, was er jetzt vorhat. Und wahrscheinlich hier mit den Booten ein bisschen auf dem Wasser rumfahren. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gefällt mir das ganz gut. Und der Spieler hat hier auch echt viel Zeit reingesteckt, denke ich mal. Nimm dir gern ein Boot, ich adde dich. Ja, das muss er eigentlich gar nicht, aber ich kann hier schon so rumfahren. Ja, dann gucken, fahren wir doch mal eine Runde mit ihm rum.
Wo geht's jetzt lang? Ich fahre ihm einfach mal hinterher. Ist eigentlich ganz cool, so eine Bootsstrecke zu haben. Vielleicht baue ich mir das auch auf meinen Plot hin nachher mal. Einfach mal so ein bisschen Boot fahren, was passiert, wenn ich ihn jetzt ramme. Oh, passiert nichts. Mit Eis wäre es lustiger, aber das hat ja kaum wer. Ja, Eis ist relativ selten auf dem Server, das ist richtig. An der Stelle wollte ich mal sagen, Freunde, schaut gerne auch auf meinem Discord-Server vorbei. Ist in der Videobeschreibung verlinkt. Auch mein Teamspeak, theskyfly.de, ist verlinkt. Und jetzt sind wir hier auch ein bisschen rumgefahren. Aber ich glaube, das reicht dann auch. Und wir fahren zurück zum Hafen. Der ist auf der anderen Seite, glaube ich, war der. Ja, der Hafen ist hier. Okay, super. Dann legen wir hier mal wieder an, das Boot wieder ordentlich abstellen. Das muss ja alles seine Ordnung haben. So. Und dann kommen wir hier auch wieder raus. Was hältst du von meiner kleinen Villa? Sieht echt nice aus. Gefällt mir echt das Plot. Sieht echt gut aus. Und der hat hier anscheinend auch echt viel Arbeit reingesteckt. An sich, die Inneneinrichtung ist krass wertvoll. Zwar nicht so cool, übertrieben, gut gebaut, aber der Wert von dieser Inneneinrichtung, der ist extrem OP. Das habe ich so noch nirgendwo gesehen für diese Beacons. Ich meine, guck mal, allein hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Also ihr wisst schon, wo das hier hinführt. Das ist echt ein krasser Wert von Beacons her, den er hier hat. Und ich finde es cool, dass er mich eingeladen hat, sein Haus mal ein bisschen näher kennenzulernen. Falls ihr coole Plots habt, die ich mir auch unbedingt mal ansehen soll, dann schreibt das bitte in die Videokommentare. Euren Ingame-Namen oder den Ingame-Namen von dem Plot. Dann schaue ich mir das Ganze auch sehr, sehr gerne mal an. Vielleicht geben wir ihm doch noch mal ein bisschen Aufmerksamkeit, dass andere Leute sich dieses Plot auch angucken. Und 6 und L. Guckt euch mal das Plot von Awesome LOL an. Ist echt cool. Vielleicht kommen dann noch ein paar Spieler her und schauen sich das Ganze einmal an. Das muss ja auch gewürdigt werden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir doch mit einer positiven Bewertung. Über ein Abo würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder oder auf Durchrasten. Bis dahin.